Mit Spannung gucken wir aktuell auf die Märkte, nämlich ob die Unterstützung, die wir hier hatten Anfang Mai beim DAX beispielsweise, ob die tatsächlich hält oder ob der Kurs, naja, doch weiterfällt hier an der Marke. Wird also jetzt eine entscheidende, naja, was heißt entscheidend, aber zumindest mal eine hinweisgebende Idee dann gegeben, mit was wir als nächstes rechnen müssen. Auf das übergeordnete Bild will ich da nicht so sehr drauf eingehen, da hatte ich ja noch ein übergeordnetes Video versprochen. Meine Stimme wird täglich besser, das wird also dann auch bald passieren. Aber für uns jetzt mal heute der Blick auf das, wie sieht es denn aus? Zeigen die Marktteilnehmer hier Willen und Interesse und vor allem die Kraft, hier auf die Kauferseite zu wechseln? Das ist das, was wir von diesem Tief ausgehend hatten. Hier nochmal das Vergleichstief, also quasi dieser doppelte Unterstützungsbogen oder einfach eine einfache Unterstützung eigentlich hier. Na gut, man könnte hier die doppelte noch aus der 61er-Marke hier mit hinzuziehen. Also eine realistische Chance für einen Dreh. Und das ist die Frage, ob das sich hier tatsächlich gerade abspielt oder nicht. Und wenn ich mir diese Bewegung angucke, mit diesen starken Rücksetzern, mit Rücksetzern, die hier dann doch ganz schön tief runterreichen, wo man den Eindruck hat, ja, es geht hoch, aber irgendwie dann doch mit sehr viel Angst dabei, dann habe ich noch nicht den Eindruck, dass Kaufen die richtige Seite ist. Shorten würde ich allerdings jetzt auch nicht mehr so gerne. Also was ich eigentlich dann schon gerne hätte, klar, hier an der Stelle, da konnte man vielleicht schon überlegen, ob man da den Short macht, denn die starke Richtung ging ja nach unten. Aber eben, wie gesagt, an der Stelle jetzt shorten mit dem Hintergedanken, dass wir hier ja die Unterstützung haben. Ich weiß nicht, da ist mir nicht so richtig wohl damit dabei. Dafür will ich eigentlich schon gerne mehr sehen. Was ich mir wünschen würde, das werden wir gleich mal gucken, ob die Amis das vielleicht schon liefern. Der amerikanische Markt schub nach oben, wackelig runter, nach wie vor. Also da seht ihr, das war hier ja noch nicht so richtig gegeben. Hier, wenn ich mir das angucke, ja, vielleicht nicht super Katastrophe, aber spätestens am wackelig runter, da war ja dann auf jeden Fall nichts zu sehen davon. Also insofern die Aufwärtsseite beim DAX, ich muss sagen, ich bin noch nicht amused, wie die Queen sagen würde. Das ist noch nicht das, was ich mir als Stärke wünschen würde. Na, was machen denn die Amis hier in dem Zeitpunkt jetzt? Auch hier haben wir ja die Unterstützung, müssen allerdings ganz klar sagen, unterschritten haben wir sie. Ich habe letztens schon gesagt, glaube gestern sogar schon, dass es gar nicht so untypisch ist, dass das nach unten erstmal gebrochen wird, diese False Breakouts, diese Überschießen nach unten oder nach oben, in dem Fall halt nach unten, die sind gar nicht so untypisch. Aber da muss jetzt hier auch was kommen. Das, was wir hier allerdings sehen, ich weiß nicht. Ja, ist das jetzt wirklich das, was wir uns da vorstellen als eine starke Unterstützungsbewegung? Hier haben wir das Ganze nochmal im 5-Minuten-Chart, also hier im 4-Stunden-Chart, da ist es das Tief vom 20. Mai. Dass jetzt hier Objekt der Begierde ist, beziehungsweise eben, wo jetzt entschieden wird, ob die Marktteilnehmer wollen. Das ist das Tief, was wir gestern hatten, zwischendurch mal. Das hat der Markt wieder mal herausgefordert. Ja, nachdem wir hier vorher nur mal so ein bisschen Augentraining, da könnt ihr jetzt nichts mehr mit anfangen, aber diese Bewegung hier runter, dann hier wackelig hoch und dann jetzt hier nochmal quasi das runter, ist es nicht schön, ist es nicht sauber, aber es zeigt es, dieses grundsätzliche Verhalten hier, das ist die schwache nach der starken Richtung und danach nochmal die Fortsetzung hier, halt da noch existent war. Ja, und jetzt? Vorhin hatte man schon so ein bisschen den Eindruck, ja, das wird schön, die Welt, wenn es jetzt wackelig runterkommt und abermals nicht. Also ihr seht, der Markt hat viele, viele Chancen, realistische Chancen, hier auf den Dreh zu kommen. Aber die Marktteilnehmer kaufen es nicht ab. Die Marktteilnehmer nehmen dem Markt nicht ab, dass er wirklich stark genug ist für den Dreh. Also, wir haben Unterstützungsmarken. Wir haben Angebote durch starke Anstiege, aber sie werden sofort wieder zunichte gemacht. Und das ist eigentlich das schlechteste Zeichen, dass die Marktteilnehmer einfach noch nicht die Kraft haben, die wir dem Markt zubilligen müssten oder die der Markt sich zubilligen müsste, wenn es ein Anstieg sein sollte. Also bis dahin alles super und wackelig runter, böte uns einen Einstiegstrigger. Und was macht der Markt das? Also insofern musste man nicht leiden, dass man fälschlich auf die Long-Seite gegangen ist. Für alle Intraday-Händler ist gar nicht so sehr nachvollziehbar. Bedeutet aber auch, dass je weiter wir hier unten durchgehen durch diese Tiefmarke, puh, und je weniger er irgendwie da sich dazu bequemt, dann doch mal nach oben zu kommen. Das Einzige, was man ihm zugutehalten kann, ist, dass auch diese Abwärtsbewegung sicherlich nicht das Musterbeispiel. Hier vorne hätte ich es noch anders gesagt. Da habe ich noch gesehen, Mensch, das würde man so halbwegs als ein Fünffäller hier vielleicht noch klassifizieren können. Dann hatten wir hier irgendwie so die dreiwellige Korrektur, wohl eine Seitwärtskorrektur. Die sind ähnlich hoch. Und dann hätten wir hier hinten mehr oder weniger das. Ich habe es hier ein bisschen zu lang gezeichnet, da nochmal. Aber wir haben es ja auch ziemlich das gekommen. Also ihr seht, das passt schon. Aber ihr seht, dass diese Abwärtsrichtung ja ebenfalls ganz schön mit Gegenbewegung
Das heißt, mit Überschneidung da durchseucht ist, wenn man das mal so sagen will. Also insofern, zumindest ist die Abwärtsseite auch nicht mit Druck behaftet, aber eben aufwärts auch noch nicht. Und deshalb ist es wirklich ein Hangeln von Situation zu Situation. Wer also jetzt heute Nachmittag, heute Abend aktiv sein will, der sollte sich jetzt tatsächlich jedes einzelne Bewegungsstück raussuchen und gucken, wo ist die letzte starke Bewegungsrichtung, kriegen wir eine schwache. Wir machen das mal übungsmäßig hier im Minutenchart. Ja, haben wir hier irgendwie eine starke Bewegungsrichtung in eine Richtung, die letzte starke, so mehr oder weniger ist zumindest mal nach unten. Ja, also das ist alles noch nicht wirklich der Burner für einen Anstieg. Ich würde die Long-Seite definitiv noch nicht anfassen. Was heißt würde? Konjunktiv? Nein, ich werde mit dieser Situation hier aktuell die Long-Situation noch nicht erkennen, dementsprechend da noch nicht reingehen wollen. Das ist mir zu vage. Und auch hier nochmal ganz kurz dieser Durchbruch hier auf der Unterseite. Tja, manchmal wünscht man sich, Mensch, ja, sag doch einfach, ich soll jetzt hier long einsteigen und dann wird die Welt gut. Ich sehe es nicht. Bei aller Liebe, im Moment sehe ich das nicht. So, wie gehe ich jetzt vor, idealerweise? Naja. Neben vor mich hinhüsteln würde ich jetzt sagen Folgendes, nämlich wenn der Markt jetzt tatsächlich hier irgendwann mal einen Anstieg nach oben macht und es soll ein bisschen mehr aus dem Quark kommen als das, was wir hier bisher haben und ganz wichtig, wackelig die Gegenrichtung angeht, dann würde ich sagen, ja, okay, ist ein Versuch wert. Solange wir das nicht haben, solange er immer nur diesen Gequake, das Gequake da macht, würde ich die Finger davon lassen. Also das ist nicht mein Ding. Ja, also das ist definitiv nicht umgekehrt. Wenn es hier wackeliger ist, hochgeht, hier haben wir das Unterstützungsproblem in dem Sinne nicht mehr. Ja, also hier ist eher noch, dass man dann sagen kann, okay, da machen wir halt in Gottes Namen nochmal einen Short hier mit rein. Denn Stärke sieht ehrlich gesagt anders aus. Tja, ich hätte euch gerne was Schöneres formuliert hier im Sinne von klasse, schöner Rücksetzer, endlich wieder günstige Preise, jetzt alle mal zugreifen. Ich muss aber sagen, ich sehe es im Moment noch nicht. Dementsprechend bin ich da etwas verhalten mit meiner Aussage. In diesem Sinne euch alles Gute, bleibt vor allen Dingen gesund und liebe Grüße, ciao, ciao.